Ja, USA. 4 Grand Prix stehen noch an. Der Fangamer ist heiß hier auf dieser Strecke. Sehr heiß. Nach dem letzten Rennen vor allem. Ah. Ja, grüß euch. Bitter, bitter der Ausfall. Dumm. Von mir. Auch dumm, dass ich nicht mehr geschaut habe wegen den Wechseln. Wegen den Reifen. Oh. Oh. Die ist geschissen, die Ausfahrt. Ja. Von der Box. Ja, auf dieser Strecke haben wir uns schon heiße Duelle geliefert. Oh. Ja, meine Strecke ist es nicht so ganz. Umso mehr deine. Oh, das merke ich im Qualifying nicht gerade. Ja, das ist für mich das Spielberg für dich. Das war jetzt guter deutscher Satz, aber... Ja, viermal Fangamer heißt es hier. Ich komme noch gerade auf Unika. Du bist doch weit zurück von irgendwie. Der sechste Sieg dann von dir hier sein, wenn es so weit kommt. Ja. Rosberg ist jetzt wie viele Punkte weg? Ah, Hamilton 27. Sind es nicht nur 20? 20, ja, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube 20. Ist egal. 20, 30, keine Ahnung. Sehr viele jedenfalls. Ja, ich bin schon 48 Punkte jetzt entfernt. Für mich wird es da wohl nicht mit dem Titel reichen. Da muss ich schon... Keine Verteidigung. Ja. Ja, und ich habe schon... Es gibt einen neuen... Oder... Der alte sticht zum vierten Mal zu. Ja, ich habe schon ein bisschen geträumt. Vielleicht zu früh. Von was? Jetzt schon ein bisschen im letzten Abschnitt, ein bisschen vom Titel. Da man ja, kannst du noch warten haben, bist du noch dabei. Doch sehr gut mitgehalten hat, muss man sagen. Nur jetzt das dritte Rennen in dieser Saison, wo du knapp vom Ende verkackt hast. Bitte? Dritte Rennen jetzt, wo du knapp vom Ende verkackt hast. Ja. Das muss auf jeden Fall nächstes Jahr ausgemerzt werden. Ja, aber ich glaube, wenn man hier einen Sieg einfährt und Hamilton, sag ich mal, jetzt Dritter oder so wird, ja, hat man schon wieder ein paar Punkte gut gemacht. Ja, dann steht halt noch mein bisschen eine Angst Grand Prix steht an, der noch kommt. Ja, aber es sind auch andere noch da. Brasilien. Aber es kommt zum Beispiel noch Abu Dhabi, Mexiko. Genau, Mexiko kommt gleich als nächstes. Jo. Da war es eigentlich auch immer gut. Wenn ich keinen Scheiß baue. Bist du aber auch erst. Das schlechteste Ergebnis war 5. und einmal bist du ausgeschieden. Einmal erst? Mhm. Aber das ist nicht, wo wir beide ausgeschieden sind? Oh, keine Ahnung. Nicht. Oh ja, ganz hart. Ich glaube, da habe ich dich abgeschossen. Das ist schon so lange her. So, kann man Hamiltons Zeit biegen? Oh. Ja. Du bist gerade die bislang schnellste Runde gefahren. Saubere Arbeit. Schau, dass du zumindest mal durchkommst. Schaffst du eine Qualifying-Runde? Habe ich gleich. Schlecht. Nein, ungültige Rundenzeit. Oh Mann, wieso das jetzt? In der letzten Kurve. Zu oft abkürzt? Ja, richtig eingeschissen. 2-2 hätte ich gehabt. 2-2 ist eh nicht so schlecht. Naja. Hamilton hat, glaube ich, auch 2-2 gehabt, oder? Keine Ahnung. Oh.
habe mich da mehr aufs Fahren konzentriert. Die Strecke wird bald wieder trocken sein. Achte darauf, dass du deine Reifen nicht umfährst. Ja, mit Haas hätte man Hamilton schon fast abfangen können. Ja. Ich muss auch sagen, mit dem Haas hast du 6. Ah, schon wieder Unglücke und das gibt's ja wirklich nicht. Hast du 6? Nein, mit dem Haas hatte ich nicht 6. Derzeit hältst du über 5. Wow. Der eigene Zeit nochmal um 2,8 Sekunden überboten. Ich wäre froh, wenn ich mal eine Rundenzeit hinbringe. Wenn ich schon so lange mal durchhalte im Regen. Schissen ist die Strecke trocknet auf, haben sie gesagt. Mhm. Ja, aber bis die auftaucht, ist das Qualifying vorbei. Weil da können die anderen auch noch gute Rundenzeiten hinlegen, dann eventuell. Mann, bessere. Bis die auftaucht wird, es regnet noch. Das heißt, hast du gesehen, wie lange es in Japan dauert, bis die auftaucht ist? Das stimmt. Das sind 14 Minuten. 14 Minuten ist das Qualifying sicher aus. Ah, jetzt sag ich mal halbwegs gut. Jetzt hat's auf, kannst du mal gehen. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Rundenzeiten, also die Zeit wird immer geschissener. Das finde ich nicht so. Bitte? Das finde ich nicht so. So schnell kannst du nicht aufsaugen, kann nicht aufhören zum Regnen und schon aufsaugen. Nein! Was denn? Ungültig? Na gut, die Zahl kann dann noch nur verkackt. Bastel zufrieden nicht genug. Mir reicht's. Dann schauen wir mal, was rausschaut unterm Strich. Yes! Pole geholt! Ja. Du hast auch noch eine Top-Zeit hingeknallt. Ja, mit 2-1, 2-2 bin ich zuerst da, da war ich auch top gewesen. Na gut, ab zum Rennen. In dem Fall ist es ein bisschen arsch, dass man Zweiter ist. Erster ist. Warum? Weil die Kurve geht nach links weg.
keiner. Oh, Rattler schon. Hat hier attackiert. Was denn? Ah, das Fahrrad wieder gehabt. Zu weit nach draußen wahrscheinlich, oder? Was? Zu weit nach draußen. Chills. Hey, Rosberg, chill, du auch. Wahnsinn, Rosberg schießt mich ab. Zuerst Vettel, dann Rosberg. Ja. Andrara oder was? Na. Raikkonen, Vettel. Alter, so könnte es bleiben. Oh, Scheiße. Er mag mich gar nicht vorne haben. Bitte? Er mag mich gar nicht vorne haben. Natürlich. Ending. Soll natürlich weiter vorfahren. Wichtig für die Konstrukteure, ja. Und auch zum Rückholen vom dritten Platz natürlich einmal. Und vielleicht zum zweiten. Das geht ja nicht, dass man drei Kinder vorne ist. Bin ich sogar wahrscheinlich Fünfter. Schon das Tor fast vor ihm. Aber sie vorkommen aber. Ich habe die schnelleren Reifen. Soll ich ein normales Setup genommen oder ein schnelleres? Normales. Bevor wir nicht durchkommen. Wow, du stapelst schon tief. Ne, ich bin zweimal schon ausgeschieden hier. Hat ja nichts mit tief stapeln zu tun. Du musst da extremst um die Kurve kommen. War jetzt immer nur voll vibrieren bei dir. Und beim Controller auch. Nein, das ist wirklich schlimm, ja. War so schlimm. Meine Fehler hier. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Komm nicht ran. Hängt da wirklich zwischen den zwei Gruppen. Oh, Gott sei Dank war das nicht abkürzt. Das hört sich nicht gut an. Oh, hast du gewusst, dass man beim DRS schon abheben kann? Nein. Aber ich bin jetzt voll gegen das DRS gefahren, weil ich rübergekommen bin. Und dann waren jetzt voll in die Luft gefahren. Aber waren gerade gehalten, aber halt jetzt ordentlich verloren. Und jetzt ist man voll daneben. Ich bin teilweise überholt. Das heißt, so, hast du
Du bist nicht in F1 All-Stars Racing, wo du die Power-Ups kriegst. Weißt du, das ist wie aus dem Lehrbuch. Der Achte kann mich nicht überholen, weil das ist Rosberg, der muss mich natürlich schlagen. Dass er wieder einen Trara hat. Dreht er sich jetzt? Ich habe was für dich getan, du bist mir aber schuldig. Ach so? Okay. Ich wollte Hamilton überholen und habe ihn weggerissen. Okay, danke. Also wäre in der 12. Runde das so gescheiter gewesen. Oh, danke. Aber danke. Danke, danke. Aber dass du so weit hinten fährst. Aber ich glaube, USA ist ja immer schlechter. Was sagt so weit hinten? Oder Fünfter? Ach so. Die haben mich einfach stapel, das ist unglaublich. Aber weißt du, wenn ich sage, ich will durchkommen, dann macht er mich voll fertig. Ja, aber so stapeln wir schon ganz. Also, so wie sich das anhört, habe ich gedacht, du bist 8er, 9er oder so. Wenn ich so einen Vorsprung hätte, würde ich auch so leicht reden. Sind nur 8 Sekunden. Ja, auf die erste Gruppe. Ja. Gut. Und du hast jetzt nochmal 6 Sekunden auf die zweite Gruppe. Gruppe kann man das dann nicht nennen eigentlich. Das sind zwei Fahrer, Alter. Ach so, ja. Ist ja nicht einmal Kolonne, oder? Laut Definition. Ja. Yeah. 21 Sekunden auf dich. Wow. Als Vierter. Oh. Da verschneide ich mir gleich. Ich muss mich konzentrieren, dass ich da mal mehr Rundenzeiten hinbringe. Funny Raffen One. Fährst du mit Soft oder Super Soft? Soft. Ah ja. Du? Soft. Wir sind einfach Softies. Wann willst du anfangen? Laut Crew 9. bis 13. Runde. Und wann hast du geplant? Kommt auf die Reifenabnutzung an. 9. bis 10. Runde auch. Ich hoffe, dass wir uns da nicht in die Quere kommen dann halt. Da bist du weit weg. Da kommen wir uns aber nicht in die Quere. Meine Reifenabnutzung ist okay, aber mit der Supersoft würde ich dann noch einmal echt schneller fahren. Der über diesen Raikönnen hinten. Stark. Was? 12 Sekunden ist Raikönnen hinten.
Warst du normal oder fett? Also fettgemisch. Oh ja, Bier war schon dabei. Allerdings ist es Bier, Arsch, wo soll ich das auspissen da im Grand Prix? Ah, so entsteht die Ölspur. Oh, Reckner stark, dritter Nachbox sogar. Ah, der war schon in der Box. Oh, ist gerade vor mir reingefahren, aber ist wieder als dritter rausgekommen. Vettel hat das aber nicht geschafft, der ist nach hinten gefallen. Achte Runde bricht an. Ich bin gespannt, ob sich Boxenstopp ausgeht, dass ich vorher rauskomme. Ich glaub's nicht. Fahrst du jetzt? Eine fahre ich noch. Nein, ich fahr jetzt. Du nicht fast. Oder soll ich jetzt schon fahren? Wobei frische Reifen hat auch was. Rundenzeiten sind auch schon euch. Nein, ich fahre jetzt rein. Wenn es dir nichts ausmacht. Na? Aber damit ich hab. Na. Die Boxencrew hat noch nicht. Nein, ich bleib noch eine draußen. Scheiße. Was denn? Ah, Boxenhand. Mitgenommen. Oh, das war scheiße. Ist das Flügel wieder jetzt repariert? Ja. Ja, die Boxeneinfahrt ist geschissen. So, schauen wir mal. 34 Sekunden Vorsprung. Ach, sicher geht sich sowas.
33, Entschuldigung. Der Pulk da hinten ist auch nicht schlecht. Ja, das sind alle eng zusammen eigentlich, sonst die ersten 5, 6. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Eine richtig gute Runde ohne Fahrfehler bislang. Mhm. Bam! Um 2,3 Sekunden schneller. Wow. Das war wirklich die perfekte Runde. Und am Schluss habe ich einen kurzen Fehler gehabt. Schießen, was man jetzt vor die Kurven hat. Bitte? Das Schießen, was man jetzt vor die Kurven hat. Wie meinst du, dass man jetzt vor die Kurven hat? Na, den zum Überrunden. Oh, ja. Ah, oh, das wäre natürlich ein Wahnsinn, wenn... Wenn ich da jetzt das durchbringe und Hamilton weiter hinten ist. Du dazwischen auch noch, das wäre perfekt, Alter. Wenn ich das halten kann. Oh, der ist mitgenommen. Wen hast du denn überholt jetzt? Bitte? Wen hast du überholt? Habe ich mir jetzt nicht gemerkt, sorry. Ich bin da voll fokussiert auf die Strecke. Ich habe zwar den Namen gelesen, aber
irgendwie schon wieder. Ach du Gott sei Dank auch ein bisschen. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Oh, Entschuldigung. Oh. Nee, hau mir aus, da bitte. Ich war nicht anfangs. Hey, ich hab sonst nicht so zarte Kurve. Weil ich bin nämlich immer zu weit rausgekommen. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt zu weit rauskomme, dann erwischt mich. Ja, ist ja wurscht. 3 Sekunden hätte ich sowieso nicht aufgeholt. Wieso 3 Sekunden? Achso, du hast deine Strafe gehabt. Zeitstrafe. Das wusste ich gar nicht. Oh. Ah, das ist natürlich jetzt hart. Oh. Wo ist er denn? 14. Scheiß, die waren dann. Bist du Führender? 5 Punkte. Du bist weiter. Dritter. Konstrukteure war das auch sehr gut. 19. Sieg. Von mir. Puh. Ja, wie es weitergeht, seht ihr nächstes Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.